Dienstag heute, 17. September. Guten Morgen. Ich habe wieder richtig Lust, ein Video zu machen und ihr seht schon, um was es hier so heute geht. Ich habe bei den Autos ein bisschen Pause gemacht in den letzten Tagen, habe hier oben auf der Galerie gearbeitet. Ich verdecke, glaube ich, ein bisschen das Motiv und ihr seht schon, das ist entstanden. Rennstrecke, Dunlop-Turm und gleich soll auch hier ein Auto geparkt werden. Da könnt ihr dabei sein. Ja, wenn ihr im Kanal schon mal geschaut habt, dann habt ihr sicherlich so das eine oder andere schon gesehen. Und zwar, also mein Tick ist ja so, die Oldtimer so zu präsentieren, dass sie in so einer authentischen Kulisse stehen. Und gegenüber ist ja der Tankstellenort aufgebaut mit den Zapfsäulen und dem Tankstellenhäuschen. Und wir haben hier für den Aufbau der Galerie oder des Treppenhaus haben wir den Conti-Turm hier in der Halle. Und dieses ist jetzt neu. Wir haben jetzt also hier so ein Stück Rennstrecke. Also 6 Meter Rennstrecke, 6 Meter Nürburgring. So halb richtig. Und zwar in diese Richtung, wenn man jetzt schaut, ist die Kulisse an sich. Man sieht hin das Banner Millimilia 2018. Das habe ich noch von der Millimilia 2018 mitgenommen oder abgestaubt und das ist jetzt hier zum Einsatz gekommen. Also in diese Richtung schauen wir so eine Nahperspektive und da sehen wir hier so ein bisschen Millimilia. Wenn wir in die andere Richtung schauen, da sehen wir also Richtung Dunlop-Turm, Richtung Nürburg und das soll so ein bisschen die Nürburgring-Kulisse sein. Das ist die Fernperspektive. So, ausschlaggebend für dieses verrückte Vorhaben waren hier diese beiden Pappkartons. Und zwar viele basteln sich die Dinger und stellen die auf die Carrera-Bahn. Ich habe die also als Bauvorlage oder als Zeichenvorlage genommen. Der Conti-Turm, der steht ja da vorne, der ist abgehakt. Aber der Dunlop-Turm, den wollte ich an sich auch immer noch bauen. Nur der Conti-Turm hat ja zumindest noch eine Funktion hier in der Halle. Der nimmt das Treppenhaus auf, um auf die Galerie zu kommen. Aber was mache ich mit einem Dunlop-Turm? Also könnte man sicherlich auch bauen. Der ist jetzt aber hier zweidimensional entstanden. Also das ist hier die Vorlage und an sich genau konkret die Vorlage war dieses Rennplakat, was ich noch habe. Das hängt auch in der Halle. Und zwar ist das die Markenweltmeisterschaft 1960, die ausgetragen wird. Und da sieht man den Dunlop-Turm hier schön im Bild und auch hier die Silhouette der Nürburg. Also das ist hier das, was entstanden ist. Also seit 1954 ist dieses Ding an der Betonschleife, also die Start-Ziel-Gerade, die Gegengerade aufgebaut und hier hinter war an sich ursprünglicherweise, das ist hier nicht dargestellt, die Nordkehre der Betonschleife. Was war denn überhaupt diese Funktion dieser Anlage? Und zwar, wenn man also hier auf dem Dunlop-Turm schaute, gegenüber war die Haupttribüne, konnte man also hier verfolgen, wer auf der Strecke hier vorn lag. Das heißt, es wurde angezeigt, wo befinden sich die Fahrzeuge und in welcher Reihenfolge. Und es gab 5 Stellen, die meldeten an diese Relaisstelle. Das war quasi die Relaisstelle, wo die Fahrzeuge sich befinden und entsprechend wurde das hier ausgeleuchtet und hier vervollständigt. Ja, wenn man jetzt mal die ganze Anlage hier so sieht, also hier in diese Richtung kam dann Rennleitung mit dem Mercedes-Haus, dann kam Conti-Tour mit der Boxenanlage und hier stand auch noch so eine kleine Shell-Säule, die stand ungefähr hier. Hier hinter dem Conti-Turm ging es dann zu einer Abfahrt und man fuhr durch einen Tunnel unter der Rennstrecke in das alte Fahrerlager. Das heißt, vom alten Fahrerlager konnte man also direkt hier zur Zielaufstellung hinter dem Conti-Turm hier zur Zielaufstellung fahren. Ja, das waren sich die Funktionen dieses Turms und ja, alles nicht mehr existent heute.
So, auf der Rennstrecke soll jetzt also der Käfer, hier der Faltdachkäfer, platziert werden. Und zwar ist das ein 61er, verwandelt als Herbie. Und ja, den haben wir schon seit 2011 im Bestand. Das ist so ein bisschen Restaurierungsvorrat und solange der also jetzt noch nicht angepackt ist, da hat so ein paar Schweißarbeiten noch vor sich, wird er hier so auf der Rennstrecke platziert und wenn er dann dran ist, stellen wir ein anderes Auto hierher. So, hier noch einige Bilder. Wir haben den 2011, wie gesagt, abgeholt und dementsprechend schon gleich, weil es so ein schöner weißer Faltdachkäfer war in der richtigen Farbe, in einen Herbie-Käfer verwandelt. Wir haben hier Fuchsfelgen drauf. Wir haben auch nicht ganz das Filmnummernschild drauf, aber ein amerikanisches Nummernschild. Und so steht er hier bei uns und kommt dem Original oder den vielen Originalen aus dem Film schon recht nahe. So, alles kommt wieder in den Einsatz. Die alten Heuballen, die liegen auch schon seit vielen Jahren hier. Die hat Jurek mal mit dem Käfer abgeholt. So, ich muss aber erst so ein bisschen ein paar Brettchen hier legen. Denn die ganze Rennstrecke auf 6 Meter Länge hat hier so eine kleine Überhöhung nach hinten, damit er so ein bisschen dynamischer steht. Und zwar hinten, der höchste Punkt ist dann so 30 cm über dieser normalen Höhe hier. So, die Bretter liegen. Ich würde einfach sagen, ja, so müsste da schon so einigermaßen drauf kommen. Ja, auf dem Monitor hier sieht das ganz ordentlich aus. So, dieses Projekt ist zu Ende und ich bin froh, dass ich es auch bis zum Ende gebracht habe. Was ich noch mache ist, ich werde also hier anschließen, dass er auch zu beleuchten ist und dann ist an sich alles getan. Eins verrate ich euch noch, der steht hier oben ohne Öl, also ohne Motor, ohne Öl und ohne Benzin. Also auch der Benzintank ist total geleert. Und dann ist er natürlich ein bisschen hinten aus der Feder gekommen. Entsprechend sind natürlich die Drehstäbe hinten, beziehungsweise das Schwert ist um eine Raste hinten auf dem Drehstab zurückgesetzt. So hat er an sich wieder eine Normalposition. Vorne ist er fast zu hoch, aber okay. Ja, das war dieses Projekt. Also, hier noch ein paar abschließende Bilder und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.